Hey, Fabian hier und ich habe in einem der letzten Kommentare zu dem Video, ganz genau zu dem Video über die Länge, das heißt, sollte man wirklich die maximale Länge fahren, ein ganz spannendes Kommentar, eine ganz spannende Frage gelesen. Ich rezitiere das jetzt einfach mal und zwar, sollte man nicht die Hacken auf dem Stemmbrett lassen und ist es nicht falsch, die Hacken anzuheben? Und das ist eine spannende Frage, die ich mal ein bisschen anders beantworten möchte. Das Problem, ich befürworte mehr und mehr, dass gerade wenn du gerade anfängst mit dem Rudern, das heißt, wenn du gerade einsteigst ins Rudern, wenn du noch nie auf so einem Rudergerät gesessen hast und noch nicht 100% sicher bist, dass du die Technik richtig beherrschst oder dir das ein Außenstehender bestätigt, dass du dann nicht die volle Länge fahren solltest. Dann ist es sogar sehr sinnvoll, die Hacken auf dem Stemmbrett zu lassen. Warum ist das so? Tendenziell wollen wir natürlich eine maximale Länge erreichen, denn die Länge ist eine der Bestandteile, die die Leistung letzten Endes ausmacht, mit der wir rudern und damit auch, wie sehr wir uns verausgaben und wie anstrengend das Ganze ist. Und wenn man natürlich auch jetzt ein Leistungsruderer ist und sich zum Beispiel auch jetzt Leistungsruderer mal auf einem Rudergerät anschaut oder auch im Deutschland-Achter oder ähnlichen prestigereichen, okay, eigentlich ist das das prestigereichste Boot, aber auch in allen anderen Klassen wirst du sehen, da werden die Füße vom Stemmbrett abgehoben. Logisch, hier geht es ja darum, schnell zu sein, hier geht es ja darum, einen Wettkampf zu gewinnen und da muss man jeden Millimeter Länge, der sauber ergattert wurde, sage ich mal, auch nutzt. So, und ich meine aber auch sauber ergattert, ja. Wenn du nicht in der Lage bist, eine gute Form zu halten, eine gute Körperhaltung, sprich, dein Körper ist eingespannt, ja, deine Schultern sind vor der Hüfte und du kannst einen kraftvollen Schlag erzeugen, ja, dann solltest du nicht maximale Länge fahren. Denn wenn du das nicht einhalten kannst, und das passiert halt vielen Leuten, das sehe ich immer wieder, ist Folgendes, sie heben die Hacken als allererstes an und dadurch schieben sie so den Po unten durch. Das sehe ich übrigens auch bei ganz vielen, in ganz vielen Rudervereinen. Das heißt, es ist jetzt gar nicht mal ein Fehler, der jetzt nur auf, ich sag mal, Nicht-Ruderer beschränkt ist. Sollte der ein oder andere Trainer sich das anschauen hier, empfehle ich dem auch, seinen Leuten einfach mal zu sagen, lass die Hacken auf dem Stemmbrett und rudert dann erstmal richtig. Nicht sofort auf die Leistung gucken, die kommt hinterher, gerade wenn man irgendwie, keine Ahnung, 10 oder 12 oder 14 Jahre alt ist. Ja, da macht das noch keinen Sinn. Aber zumindest nicht, wenn einem gesundheitliches Rudern am Herzen liegt. Ja? Wenn einem das Ego jetzt wichtig ist und man als Trainer unbedingt super erfolgreiche Schützlinge schon im jungen Alter hat, dann okay, go for it. Aber dann muss man sich natürlich auch fragen, ist man überhaupt als Trainer geeignet, wenn einem ja, die Leistung auf dem Wasser wichtiger ist als die eigentliche Gesundheit. Denn das Problem ist, wie gesagt, sobald ich die Hacken anhebe, die Fersen, ja, vom Stemmbrett entsteht ja ein Winkel mehr. Und durch diesen einen Winkel mehr, ja, man weiß, ein Winkel, wieder eine Achse, um die sich halt die Anatomie drehen kann, wird das natürlich schwieriger, das Ganze auch sauber hinzubekommen. Und wie gesagt, die meisten tendieren dann einfach dazu, vor allem, weil sie den Tipp dann noch befolgen, möglichst im 90-Grad-Winkel immer aufrecht, ja, zu bleiben und nie, ja, diesen Oberkörperschwung mitzunehmen, tendieren die meisten einfach dazu, dass sie den Po unten durchschieben. Und dann wird gesagt, ja, jetzt aber mal schön mit den Beinen abstoßen, denn Rudern ist eine Beinsportart. Und sich so nach hinten wegschießen. Und wenn du das einfach mal so machst, wirst du schon da merken, es hat einen enormen, enormen Einfluss und eine starke Belastung auf deinen unteren Rücken. Und jetzt mach das mal 1000 Schläge in mehreren Einheiten, so dann weißt du ganz genau, woher deine Rückenprobleme kommen. Übrigens, wie gesagt, auch hier bei ganz vielen Ruderern und bei ganz vielen alten Ruderern, sage ich mal auch, sieht man das andauernd, ja, weil die lassen sich dann auch nichts mehr sagen und da verkürzen dann die Beinbeuger, sodass das Ganze nochmal verstärkt wird. Ja, das heißt, ich würde ziemlich jedem einmal empfehlen, das wäre meistens nur eine Dreiviertel- oder halbe Rollbahn zu fahren, dafür aber wirklich die Fersen auf dem Stemmbrett zu lassen und das erstmal perfektionieren. Denn Länge bringt nichts, wenn sie nicht in einer gesunden Form, in einer gesunden Körperhaltung ist. Ja? Länge kommt nach der Form und nach der Körperhaltung. Denn was die beste Länge bringt nichts, wenn die nicht effektiv ist. Deswegen spreche ich auch lieber von der effektiven Länge, die wirklich effektiv und gesund ist und nicht auf Teufel komm raus erzwungen wurde. Das ist totaler Schwachsinn.
Das heißt für dich, wenn du gerade anfängst mit dem Rudern, ja, obsesse da, also versuch nicht zwanghaft einfach eine maximale Länge zu fahren, nur um eine maximale Länge zu fahren, weil du das Gefühl hast, das bringt einen längeren Schlag. Lass die Hacken, die Fersen wirklich mal auf dem Stemmbrett. Und ja, du hast einen kürzeren Ruderschlag, aber konzentriere dich wirklich darauf, den zu perfektionieren. Vor allem, was da halt weniger einfach anatomisch unwahrscheinlicher ist, dass man mit dem Po unten durchrollt. Ja, das ist ganz wichtig, dass man den so drunter durchschiebt und dann den Oberkörper nach hinten schmeißt. Das ist fast unmöglich, wenn du die Hacken auf dem Stemmbrett lässt. So, wenn das bei dir keine Sache mehr ist, das heißt, selbst wenn du die Hacken anhebst und das gesamte, diesen gesamten Komplex des nach vorne gebeugten, nicht gebeugten, aber nach vorne gelehnten Oberkörpers sauber weiter in die Auslage zu bringen, ohne da in irgendeiner Art und Weise die gesunde Körperhaltung zu opfern, dann geh gerne mit den Hacken hoch, hol die maximale Länge, aber bevor du das nicht sauber hinbekommst, lass die Hacken einfach mal auf dem Stemmbrett. So, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Schreib mir mal in die Kommentare, ob das vielleicht was Neues für dich ist und ob du den Fehler vielleicht von dir selber kennst. Falls du übrigens Fragen hast, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du Fragen zu Sport, Ernährung, das heißt Rudern, Sport, Fitness, Ernährung, Leistungsoptimierung, Persönlichkeitsentwicklung, ja, hau mir die einfach in die Kommentare. Wie gesagt, in den letzten 15 Jahren, in denen ich nun ruder, davon habe ich 5 Jahre richtig Leistungssport gemacht, plus auch noch eigenen Hobby-Leistungssport hier Richtung Marathon, Triathlon, was es alles gibt. Verschiedene Ernährungsformen ausprobiert und natürlich auch verschiedene, sag ich mal, Navigationssysteme, mit denen man sich durchs Leben navigieren kann. Ich nenne es mal Philosophien, beschäftigt. Dementsprechend schreib mir gerne in die Kommentare, ob du Fragen hast, auch zum Abnehmen, was ja bei vielen ganz gerne mal der Fall ist. Immer mal wieder kommen da ein paar Kilo mehr rauf, ein paar Kilo weniger. Und dann sehen wir uns, jetzt sind wir schon bei 7 Minuten hier, dann sehen wir uns im nächsten Video. Es ist ziemlich warm hier. Zieh durch.